Es ist wieder Opernzeit am Werdenberger See, vom 5. bis zum 20. August. Wobei die Bühne geht zum Teil sogar in den See rein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Bühne ist gebaut, man probt aber noch in der Lockremise. Die lustigen Weiber von Winzer, zwei verheiratete Damen, kriegen gleichzeitig Liebesbrief von einem verarmten Landadeligen. Das passt also zum Schoss. Und mitten in diesem komisch-fantastischen Liebesränkenspiel der musikalische Leiter, der Karl Hardiker, er hat die Fäden in der Hand. Wir waren bei der Probe dabei und haben ein paar Impressionen eingefangen. Die Lockremise per se könnte es auch in Wien geben. Also es ist ein wunderbarer Probenort und ich fühle mich wohl hier und es ist relativ egal, wo man auf der Welt ist. Der Ort, wo man sich dann wirklich befindet, ist ausschlaggebend, wie es läuft. Das ist ein Campingplatz, genau. Bei Shakespeare und bei Nikolai ist es ein Dorf. Ist ja nicht so weit weg vom Camping. Die Leute kennen sich, wohnen nebeneinander. Auf dem Camping sind sie jedes Jahr wieder beisammen. Und die Stimmung miteinander ist, glaube ich, ähnlich wie in dem Dorf, in dem Shakespeare das angelegt hat. Wir beginnen heute mit dem Mondchor. Mondchor, um uns ein bisschen einzusingen. Und sonst noch ein paar Chören. Und dann folgt der Ablauf, dritter Akt. Wir arbeiten ja. Das ist der Unterschied zum richtigen Camping. Das ist schon streng, was wir machen und das erfordert viel Konzentration. Wir kommen super voran. Wir hatten bis vor 3 Tagen hatten wir auch noch die Requisiten, die Campingwagen und alle anderen Geschichten. Die mussten jetzt auf die Bühne, weil die sonst nicht zu Ende gebaut werden kann. Sonst kriegt man die großen Wagen nicht mehr drauf auf die Bühne. Ich muss eine grobe Richtung fürs ganze Stück angeben, an das die Sängerinnen und Sänger sich dranhängen können. Und wir probieren eigentlich gemeinsam. Ich habe in den letzten Jahren viel Schauspiel gemacht, da läuft das ein bisschen anders als in der Oper. Und es funktioniert wunderbar. Nur die letzten 3 Zeilen sind alle leise und nur dieses nur ist laut unterwegs. Aber bei wenn war es fürchterlich laut und offen und flach. Alles andere war super. Das ist das Spannende. Es kommt ja nicht nur das Orchester, es kommt die Bühne dazu, es kommt das Licht dazu, es kommt der Chor dazu, es kommen die Tänzerinnen dazu. Was wir im Moment machen, sind Puzzlesteine mit den Solisten und im Grunde ist es ein 3D-Puzzle. Also wenn wir die Solisten zusammengepuzzelt haben, kommt der Chor drauf und dann kommt die Tänzerei und das Orchester und das Licht und am Ende werden wir eine schöne Premiere haben. Ja, es ist phänomenal. Man kann auf der Bühne wieder sich voll ausleben und es macht richtig Spaß. Wir freuen uns dann auch, wenn wir wieder am See sind und mit dem Orchester und mit allen zusammen arbeiten können. Es wird super.
Die lustige Weiber von Winzer, Werderberger Schlossfestspiel am Werderberger See vom 5. bis zum 20. August. Tickets unter die lustigen Weiber22.ch ab sofort.